Ich reise ab. Das heißt, ich reise meine Digitalsteuerung komplett ab. Ich habe mich zwar entschieden, das oder hatte es ursprünglich entschieden, später zu machen, habe mir aber gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich hatte Lust zu, ich habe die Zeit zu. Und ja, also wird es gemacht. So einfach ist die ganze Angelegenheit. Ja, und damit recht herzlich willkommen im Video und zwar zum Teil 103 mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und wir sehen es ja im Hintergrund schon, ich habe ja jetzt hier schon einige Kabel angeschlossen. Das heißt, es war schon eine Schweinearbeit, das zu machen. Es sieht immer noch nicht viel aus. Aber wie das alles anfing, was ich gemacht habe, das möchte ich natürlich jetzt ganz gerne hier zeigen. Und zwar hatte ich mir erstmal Gedanken machen müssen, was soll, wie und wo funktionieren. Ich habe ja meine Elektrik oder Elektronik in verschiedene Teile aufgeteilt. Das heißt, erstmal kommt jetzt der Teil dran, wo ich die Weichen alle anschließe. Das heißt, die Weichen müssen ja mit Wechselstrom, die liegen so bei mir zwischen 18 und 20 Volt, wird das betrieben. Und da wird ja der eine Pol, wenn man das so mal sagen kann bei Wechselstrom, ist ja jetzt nicht eine Pol, aber die eine Phase, sagt man Phase, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt habe ich mir erstmal Gedanken gemacht, wie ich die ganzen anderen, die ich nicht brauche oder die ich als Gesamtheit brauche, zusammenfasse. Natürlich liegt da nahe, sich so einen Verteiler zu bauen, was ich gemacht habe, aber das ist in der Theorie immer alles recht einfach. Und wenn man dann sich das auf die Anlage legt und sagt, nee, das passt nicht hin, weil ihr wisst es vielleicht oder wisst es vielleicht auch nicht, ich habe wenig Platz. Ja, ich habe ja die Schrankanlage, da komme ich ja nicht drunter. Ich habe es ja schon mehrfach mal erwähnt, aber ich habe ja auch viele neue dabei. Schön, herzlich willkommen an dieser Stelle nochmal. Und ja, ich komme nicht drunter. Ich komme also meine Anlage nur von vorn dran und muss natürlich alles, was so wartungstechnisch gemacht werden muss, muss ich ja erreichen, indem ich irgendwas rausziehe, hochklappe, abnehme oder irgendwas anderes machen. Ich kann mich also nicht irgendwo drunter legen und kann da irgendwas von unten basteln und machen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht, man muss sich jetzt mal schon vorstellen, wenn ich später mal Lämpchen anbringe, was heißt später, ich habe ja schon einige Lampen drauf, da kann ich nicht einfach ein Loch bohren, dann kommt das unter der Anlage raus, dann ziehe ich das irgendwo hin, wie auch immer, und dann schließe ich es an. Das geht also hier nicht. Ich muss also alles mir durchdenken, ich muss alles irgendwo wo langlegen. Aber ist egal, genug gejammert. Nein, ich habe mir also jetzt erstmal so ein Verteilerkästchen gebaut, kann man sicherlich auch fertig kaufen, aber das brauche ich ja nicht, das kann ich ja selber löten. Da habe ich auch meine eigenen Bedürfnisse oder meine eigenen Ansprüche, die ich da brauche, wo ich sage, ich brauche so und so viele Anschlüsse, ich muss das haben, ich brauche also nicht irgendwas Fertiges und ich brauche da auch nicht eine LED, die da grün drauf leuchtet, damit ich sehe, dass da Strom anliegt. Ja, da liegt Strom an. Brauche ich mir nicht anzugucken über eine LED unter der Anlage und mich daran erfreuen, dass da ein Lämpchen leuchtet oder eine LED leuchtet. Ja, brauche ich wie gesagt nicht. Ich habe also jetzt hier nur ein Verteilerkästchen mir gebaut, das heißt auf der linken Seite wird eingespeist, alles ganz logisch. Und oben und unten abgezapft und die sind nicht getrennt. Das auch wenn ich links mit zwei Anschlüssen reingehe, ist das nicht nach oben und unten getrennt. Die liegen also alle zusammen. Also alles ist hier in dem Fall der gleiche Kabelstrang, den ich da irgendwo mache. Ja? Und das habe ich mir deswegen gemacht, weil ich wollte auf der linken Seite nicht nur mit einer Blitze reingehen, sondern ich möchte da einfach zwei parallele schalten. Das hat nicht den Grund, dass ich da der ganz nicht zutraue. Ich werde jetzt selten wahrscheinlich, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Weichen auf einmal schalten, dass mir vielleicht der Strom zu hoch wird, der da fließt. Das ist nicht der Fall. Aber ich wollte jetzt kein riesen dickes Kabel reinlegen. Ich wollte dann in dem Fall zwei parallel geschaltete, das sehen wir nachher noch, Litzen reinpacken, um einfach ein bisschen Reserve zu haben, was so die Stromstärke angeht, dass da nicht irgendwas mehr mit Kabel heiß wird. Das aber, wie gesagt, man hat so kurze Schaltungsvorgänge oder Schaltvorgänge, nicht Schaltungsvorgänge. Da läuft mit Sicherheit nichts heiß, aber man hat ja die Möglichkeit, also kann man es auch machen. Na gut, jetzt klebe ich erstmal alles, oh Wunder, mit meinem Heißklebegerät, Klebe, ja, Pistole,
das Ganze fest. Das mache ich ja auf meiner gesamten Anlage schon so. Da ist ja im Grunde genommen alles, also ich sag mal, unter jeder Strecke laufen, also mindestens zwei parallel verlaufende von diesen Ringbuchhaltern runter ab. Also ich habe mal ausgerechnet, unter meiner Anlage liegen derzeit 800 Meter Kabel. Ich glaube ja, ich kaufe immer die 100er Rollen und ich habe schon, ja, also vielleicht sogar noch mehr. Ich kann es gar nicht sagen, weil muss ich ja vorstellen, dass alles von diesem zentralen Punkt, das kennt ihr ja vielleicht selber und das geht ja nicht bloß einfach hin. Da kommen ja meine Riedkontakte, da kommen ja meine, die Weichen sind ja jedes Mal drei Kabel, die gelegt werden und da kommt ja so einiges zusammen. Und ich mache mir mal irgendwann den Spaß und rechne mir das wirklich aus. Das sehe ich ja daran, was ich bestellt habe. Ich werde das jetzt sicherlich nicht mit dem Maßband auf der Anlage abmessen. Das werde ich nicht tun. Aber dadurch, dass ja der Großteil der Kabel jetzt auch noch kommt, das fängt also jetzt langsam an. Dadurch, dass ich ja eben das jetzt anfange zu bauen, ist es so, dass ich hatte ja ursprünglich gesagt, im Video 100 war es, glaube ich, dass ich jetzt erstmal anfange, oben links was weiterzubauen und wollte Landschaftsgestaltung machen, aber jetzt habe ich mir echt mal überlegt, dass ich gesagt habe, ich will erstmal vernünftig alles schalten können und walten können an der Anlage. Deswegen werden jetzt hier die Strömlinge gezogen, damit die da durchkommen. Jetzt haben wir es unten schon gesehen, ich hatte eben den von den DigiKeys den ersten Decoder da abgemacht, sind also die Kabel alle abgeklemmt, dann ziehe ich die zurück zu meiner Anlage. Die sind ja drauf auf einer Schublade, die ich ja unter der Anlage rausschieben oder rausziehen kann. Und das wird alles nach oben gelegt, denn auf die Schublade, die ich rausziehe, da kommt ein Schaltpult drauf. Das heißt, wenn ich vor meiner Anlage stehe, ziehe ich später die Schublade raus. Die existiert schon, viele werden es kennen, da ist ja auch mein Testkreis unten drauf. Und da werden natürlich die ganzen Kabel, die jetzt hier oben logisch geschaltet werden. Das heißt, hier klemme ich ja gerade die Weichen an, immer einmal die linke und einmal die rechte Schaltung. Und der andere ist eben, wie gesagt, oben das, was ich an dem Verteilerkasten da mit den gelben Kabeln angelegt habe. Das ist ja der, den ich vorhin gebastelt habe. Und ja, ich mache hier immer große Sprünge. Ich zeige euch nicht, wie ich jedes einzelne Kabel hier anklemme. Also es ist zu viel des Guten. Das interessiert wahrscheinlich auch keinen, aber es muss halt getan werden. Die werden schön abisoliert, dann kommt da eine Arbeitshülse drauf. Da habe ich immer die ohne diesen Plasterrand da sind, sondern hier, man sieht es ja ganz gut hier, sondern nur diese rein blanken aus Metall finde ich einfach praktischer, als überall diese Plastikkäppchen da drauf zu haben. Aber gut, das kann ja auch jeder machen, was er will. Hier sehen wir ein weiteres Malheur auf meiner Anlage. Ich hatte ja erst letzte Woche gebracht, so Pleiten, Pech und Pannen. Wahrscheinlich werde ich das mal mit in die nächste Folge einflechten, was da passiert ist. Aber ja, da gehe ich heute gar nicht näher drauf ein. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Ich habe mich also wahnsinnig drüber gefreut, in Anführungsstrichen, was da mal wieder passiert ist. Und ja, aber wie gesagt, da komme ich zur späteren Stunde, nein, zu einer anderen Sendung nochmal drauf. Das möchte ich wieder jetzt hier nicht machen. Da ist unter anderem auch der Riedkontakt drunter kaputt gegangen. Den teste ich jetzt hier mit meinem innovativen Test. Schaltkreis da oben, den ich mir gebaut habe. Und dann wird halt der Ried jetzt da ausgetauscht. Aber warum ich alles abgerissen habe, wie gesagt, das machen wir in einer separaten Sendung mal wieder. Da werde ich vielleicht nochmal so Pleitenpech und ja, ich habe da schon genug Sachen wieder, die ich euch zeigen kann. Also hier passiert genug bei mir. Ihr werdet es noch sehen. Ja, und diese Reeds, die ich jetzt hier anbringen werde, da werden wir in der nächsten Folge nochmal drauf kommen, denn da gibt's auch einiges, was ich verändern musste und auch schon habe. Ich bin ja meistens so eine Woche im Vorlauf hier und das Gleis, was ich jetzt hier gerade so mühevoll wieder anlöte, das wird übrigens nachher komplett entfernt. Das werde ich nicht mehr verwenden. Das ist also schadhaft. Das habe ich erst gar nicht so wirklich wahrgenommen, bin ich ehrlich. Ich habe da dran gearbeitet und da habe ich es dann komplett rausgenommen. Deswegen habe ich jetzt hier rot hingeschrieben. Das muss ich einfach dafür machen, dass ich weiß. Hier sehen wir es. Guck mal. Das sieht ja furchtbar aus, oder? Das kann man doch nicht anbauen. Ich könnte jetzt zwar jeden einzelnen fehlenden Schwellenteil da ankleben, aber nee, danke. Da kommt ein anderes hin. Gut, dass ich meine Signalbrücke gesichert habe. Ihr habt es gerade gesehen, da hätte ich sie schon wieder umgerissen. Ne? Das ist das vierte Mal, dass ich gerettet wurde durch dieses kleine orangene Vehikel da.
Und und habe natürlich jetzt hier auf der Anlage wahnsinnig viel Chaos hinterlassen. Das sieht furchtbar aus zurzeit bei mir, weil ich musste ja so ziemlich alles abbauen. Außer natürlich jetzt das, was ich gebaut habe. Das kann man sehen lassen. Hier sehen wir jetzt übrigens alle Kabel, die auf meiner Anlage in Grau sind, sind Riedkabel. Und da ist ja egal, auf welchen von beiden, da gibt es kein Plus und Minus, ist ja nur ein Durchgangskabel. Und da habe ich das Ganze, ich wollte eigentlich mal beide Kabel runterlegen und dann auch mit so einem Verteilerkästchen machen, wie mit den anderen gelben Blitzen von den Weichen. Da habe ich mir gesagt, warum, was brauchst du nicht? Und habe mir dann unterm Strich diese kleinen Vago-Verteiler da oben hingeklebt, da sieht man es, und genau da, und habe dann entsprechend mir so eine Aorta gelegt oder eine Hauptleitung gelegt. Aorta ist es nicht, Aorta habe ich unter meinen Gleisen drunter, und habe dann entsprechend da sozusagen die in einen Pol, es ist kein Pol, aber die eine Seite komplett immer zusammengeschaltet und musste jetzt nur noch von allen Gleisen oder von allen Riedkontakten, die habe ich ja, das machen wir mal so ein bisschen Sondersendung nächste Woche mal draus, oder Sondersendung auch nicht, aber zumindest werde ich es euch mal entsprechend zeigen, wie ich das alles mal verschalten muss, was ich da alles tun muss, und das ist ziemlich viel Arbeit, aber ich mache es gerne und ich zeige es euch auch gerne, und dann würde ich sagen, mein Stichwort, wir sehen uns nächste Woche wieder. Das heute war mal ein Video, wo ich mal ein bisschen mehr gelabert habe, wo ich mal die Elektronik oder Elektrik gezeigt habe, die ich so gerade mache. Und damit verabschiede ich mich für die Woche schon wieder. Und nächste Woche wird spannend. Da kommen, wie gesagt, die anderen Kontakte alle ran. Da werden wir noch kleine Platinen löten und. Da kommen viele Sachen auf uns zu. Wen es interessiert, gerne reinschauen. Ich freue mich über jeden und habe deine Meinung. Ab in die Kommentare damit. Bis dann. Tschüss.